wir hatten eigentlich nie eine Chance, weil die DFL einfach ihre Verteidigungslinie knallhart, hundertprozentig verteidigt hat. Und das ist die Frist, die einzuhalten ist. Und auch Kompromissversuche oder Versuche, irgendwo eine Lösung zu finden, Punktabzug oder ähnliches, waren völlig aussichtslos. Wir hatten einfach da keine Chance. Am 23.06. 15.30 Uhr, als die Unterlagen vollständig einzureichen waren und danach können sie eben im Prinzip nichts mehr nachreichen, war der Nachweis eben nicht gelungen, dass dieses Geld da ist. Und daran sind wir gescheitert. Wir werden jetzt neu aufräumen, sauber alles anpacken und versuchen einfach wirklich, so wie wir es gerade auch schon in der Pressekonferenz gesagt haben, die dritte Liga zu erreichen, weil die fünfte Liga kann keine Option sein. Das ist für Duisburg, für alle Mitarbeiter hier und für den Standort einfach eine Katastrophe und die müssen wir versuchen, mit allen Mitteln zu vermeiden. Da werden Unterlagen nachzureichen sein. Der Antrag ist gestellt, fristgerecht, war ja auch nicht immer hier der Fall, wie wir wissen. Also das ist alles auf einem ordentlichen Weg. Und wiederum ein bisschen mehr mein Schwerpunkt wird sein, so eine nachhaltige Situation für den MSV zu finden, die Stadionmiete auf ein bezahlbares Maß zu reduzieren. Wir hatten eine Stadionmiete, die in der zweiten Liga nicht zu stemmen war, kaum zu stemmen war. Und in der dritten Liga ist es völlig illusorisch. Also die muss runter. Und da müssen eben die Beteiligten, die Geldgeber, die Banken, die geben auch gute Signale, aber da müssen die eben auch mitspielen. Sonst gibt es hier keinen Profifußball.